Ja, zusammen willkommen zurück in Ruhrkirchen, unserer Kreisstadt, mit einem regen Zugverkehr. Wir sehen hier gerade zwei Regionalzüge einfahren aus den beiden Richtungen und dann ja, unsere Einwohner nach Ruhrkirchen bringen oder wegbringen. Das wird sich zeigen. Wir sehen, dass hier schon richtig viel los ist. Den Bahnhof ja gut ausgebaut. Die Parkplätze sind voll. Die Autos, die hier parken, gehören wahrscheinlich alle nach Marxloh, fürchte ich. Aber wir sehen auch, was hier zu Fuß an Personen unterwegs ist. Also das war auf jeden Fall schon mal eine wichtige und richtige Entscheidung. Wir werden jetzt das hier weiter entwickeln, diesen Teil, indem wir nämlich jetzt hier noch Straßenbahn und Busse etablieren. Das ist jetzt der nächste große Schritt, um den Nahverkehr hier weiter auszubauen. Da fährt der nächste Personenzug los. Folgen wir dem noch mal ganz kurz und dann steigen wir ein. Da hinten haben wir das Zugdepot und dann gucken wir mal, wie es unserem Nahverkehr so geht. Wir können einmal checken hier. 47. Naja, jetzt haben wir hier 142. Na, immerhin, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Hier in Fulda, das wollte ich mal umbenennen, machen wir nochmal bei Gelegenheit. Uns warten 81 in die eine Richtung und hier 10 Schilder für den nächsten Zug. Gut. Wir haben auch gut Geld. Wir machen weiterhin 50.000 die Stunde, seitdem wir das, die Müllverbrennungsanlage haben. Also das war die richtige Entscheidung. Wir platzieren jetzt die beiden nächsten Hubs, die wir brauchen, nämlich das Busdepot und das Straßenbahndepot. Die kommen auch hier hin. Dazu müssen wir erst wieder das Gelände bearbeiten. Wir haben hier die Adenauer Straße, die hat schon eine Höhe, die werden wir uns schnappen und dann planieren. Dann haben wir quasi ein Terrassenniveau für das Zugdepot und dann für die Busse und die Straßenbahn. Bei der U-Bahn müssen wir noch mal gucken. Die kriegen wir später. Dazu brauchen wir erstmal mehr Stadtfläche. Die, jetzt gucken wir mal, die Busse, die können wir noch direkt hier an die Straße setzen. Ich glaube, das ist unproblematisch. Ja, wobei, machen wir nochmal ruhig einen Abzweig, damit sie nicht direkt dran sind. Also Busse mal hier. Und noch ein bisschen den Platz für die ein bisschen Dekoration. So, das halt, das ist der Zug gewesen, das ist das Straßenbahndepot, das ist auch relativ groß. Da möchte ich aber auch noch mal gucken, mal noch mal, wie groß das jetzt ist. Und wenn wir es hier hinsetzen, dann hätten wir dort, also ungefähr hier. Ich glaube, das passt. Wir werden hier ja ein bisschen Abstand, finde ich gut. Ja. Ja, ja, das ist in Ordnung. Wir müssen natürlich jetzt einmal Straßenbahnschienen etablieren hier entlang. Das muss hier übergeführt werden und dann hier auf die Verbindung zum Bahnhof. Ziehen das mal einmal bis hier vorne und gucken uns jetzt die Straße an, was wir jetzt hier erreicht haben. So, jetzt haben wir nämlich hier Bus- und Taxispur. Wir haben in der Mitte die Straßenbahn. Also, was ist denn hier? Ach so, die Leute, die laufen alle. Dann laufen hier durch den Tunnel. Mein Gott. Das ist ja interessant, sagen wir es mal so. Ja, das ist jetzt ja hier eine sechsspurige Straße. Jetzt hier auf 8 Spuren erweitere, dann kriegen wir hier, nee, das hier geht es noch.
will zwei Spuren für die Autos haben. Deswegen mache ich das jetzt hier. So, jetzt haben wir hier den absoluten Verkehrshub. Zwei Autospuren, eine Busspur und die Spur für die Straßenbahn. Das ist sehr gut. Was brauchen wir denn noch? Okay, jetzt die Polizei kommt hier nicht hin. Das müssen wir ändern. Werden wir aber ändern, wenn wir hier das Gelände noch entwickeln und hier noch einen neuen Stadtteil etablieren. Ich möchte die, das hatte ich auch schon angekündigt, hier die Wagnerstraße ändern. Und zwar müssen wir jetzt hier. Ja, wir müssen irgendwie von hier hoch. Und zwar unter den Schienen durch. Das ist die Herausforderung jetzt. Das wird schwierig. Das wird ganz schwierig. Aber da müssen wir durch. Also das hier ist jetzt die Höhe und da müssen wir dann 6 Meter. Also hier brauche ich jetzt nur eine Brücke. An dieser Stelle, das ist der Plan. Wir nehmen uns mal das hier, haben jetzt hier diese Höhe. Das sind dann 7 Meter runter. 1, 2, 3, 4, 5. Zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Teile kommen weg. Der Teil kommt auch weg. Dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier mit dem Pinsel das hier noch etwas geradigen. Das gleiche machen wir auch auf dieser Seite. Muss es leider ein bisschen runtergehen. Aber das ist, glaube ich, ganz gut machbar. Damit haben wir die Verbindung hergestellt. Hier ist alles gut. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch die Verbindung hier wieder hoch. Damit hätten wir eine zweite Verbindung zum Hauptbahnhof. Einmal hier hoch und dann hier eine Sackgasse mehr. Letzter Teil ist jetzt hier noch dieser Durchbruch. Da wollte ich ganz kurz gucken, wo haben wir hier eine gute Verbindung? Können wir bei der oberen Straße vielleicht hier durchgehen? Hier hätten wir noch den Vorteil, die sind wir schon tief. Da haben wir schon die richtige Höhe wahrscheinlich. Werden wir, glaube ich, auch machen. Wir werden hier einmal eine Verbindung durchziehen. Brechen nochmal, reißen hier die Schienen ab.
Die Wagnerstraße führt jetzt hier so hin. Das ist. Ja, das ist erstmal so. Wir ziehen hier diese Straßenbahn jetzt weiter. Das Problem ist nämlich, dass wir, da sieht man jetzt, hier verlieren wir immer Spuren. Wir haben jetzt hier nur noch eine Spur. Das können wir hier wahrscheinlich noch kitten, indem ich hier eine sechsspurige Straße draus mache. Da wird es schon eng. Moment, doch, ist jetzt spurig. So, hier kriege ich sie auch noch hin, aber ich möchte sie eigentlich sechsspurig machen. Da kriegen wir auch schon hier so eine Delle rein. Bis hier vorne. Das geht alles noch. Hier fahren quasi dann die Busspuren an. Macht ohne diese Traffic Mod kann man das jetzt ja leider hier nicht steuern. Aber das passt. Jetzt will ich das nur so machen, dass wir hier auf jeden Fall keine weiteren Häuser abreißen, wenn wir die Straßenbahnschienen legen. Das heißt, wir werden hier jeweils eine Spur verlieren auf der Straße nicht, aber hier runter. Das ist die Konsequenz bei der Espenstraße. Da haben wir vielleicht nach links noch Platz. Das ist jetzt die nächste Herausforderung. Ich will jetzt erstmal Busse platzieren und ich will jetzt hier mal, wir müssen hier irgendwas tun mit den Leute, keine Zellen kaufen. Wir brauchen hier dringend mal was beim Krankenhaus. Das müssen wir freischalten und dann. Beim Parkplatz, das Tiefgaragengebäude brauchen wir auch. Da werden wir hier mal ein paar Parkplätze abreißen und die Tiefgarage platzieren. Gucken, wie groß die ist. Tiefgarage sieht leider nicht, wie viele Fahrzeuge da Platz finden. Die ist relativ groß nach hinten raus. Also den kleinen Parkplatz reißen wir ab. Und dafür kommt dann ein Parkhaus hier vorne hin. So, da passen 200 Fahrzeuge rein. Hier auf den passen 60. Das könnte die Sache ja schon mal, da fährt schon das erste Fahrzeug rein. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt hier noch eine Krankenhaus. Das kostet 1,8 Millionen. Wahnsinn. Wir haben da diese kleine Klinik. Wo passt das Krankenhaus hin? Das ist ja riesig. Wir sind eine mittlere Stadt. Oh. Nicht schlecht. Also 300.000, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Fortschrittsmenü nur noch das Darlehen. Also obwohl es der nächste größere Meilenstein ist. Ja, okay. Aber wir brauchen einen Weg für das Krankenhaus. Das möchte ich jetzt ungern in den Wald setzen, aber ich, doch hier möchte ich es eigentlich nicht gerne hinsetzen, aber wir haben keine große Möglichkeit. Wir hätten noch die Möglichkeit, es hier hinzusetzen. Dann ist der Weg. Ja, vielleicht ist das gar nicht schlecht, dass wir es hier vorne hinsetzen, aber nicht an die Hauptstraße, sondern an eine der Nebenstraßen. Da müssen wir aber vorher das hier sechsspurig machen, damit wir gleich die Straßenbahn setzen können. So, dieser Parkplatz verschwindet jetzt leider. Das tut mir leid. Also gucken wir jetzt mal, das ist schon, das ist nur vierspurig. Das ist auch die richtige, genau sechsspurig.
Da muss ich nochmal nacharbeiten, damit ich das hier sechsspurig machen kann. Brauchen wir halt, damit hier die Straßenbahn langfahren kann. Denn hier haben wir noch den Platz dafür. Auf der jetzt gerade linken Seite. Denn dann bleibt es vierspurig plus Straßenbahn. Ja, guck mal, wie weit muss die Straßenbahn denn bis dahin? Reicht es ja schon. Das machen wir noch direkt. Jetzt haben wir nämlich hier vier Spuren plus Straßenbahn. Prima. Dann setzen wir jetzt hier an den Rand das Krankenhaus mit gutem Zugang. Vielleicht setzen wir sogar hier vorne an die Herbststraße. Wobei, ne, ich glaube besser hier vorne an diese Kreuzung. Da reicht jetzt aber eine normale Straße. Ich will es halt nur ein bisschen abtrennen von der Hauptachse. Vielleicht drehen wir es sogar um. Da ist natürlich hier viel Verkehr, aber damit muss man umgehen. Also wir werden für 1,9 Millionen jetzt das Krankenhaus hier vorne etablieren. Das freut alle. Das kriegt also erstmal keine Bezirke. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben den Hubschrauberlandeplatz. Das machen wir noch nicht. Spezialbehandlungsstation. Die kommt nebendran. Was ist das hier noch? Traumazentrum. Okay. Das wird einfach nur reingesetzt. Der Hubschrauberlandeplatz kommt einfach oben drauf. Okay. Also hier haben wir noch ein bisschen. Das, oh nee, das wird einfach nur da vorne dran gesetzt. Okay. So, jetzt hoffe ich ja, dass die ganzen Krankenwagen, wie viele Krankenwagen hat er denn? 30 hat der, Wahnsinn. Das werden wir dann jetzt hier noch, auch wenn wir jetzt nicht ganz das gemacht haben, was wir eigentlich wollten. Nämlich den, wenn die Straßenbahnlinien gesetzt, Schienen gesetzt, nicht Linien. Wir werden hier noch ein Park hinsetzen. Und bevor wir das machen, einmal Gelände checken. Wie so oft. Das kriegen wir leider nicht so richtig gut hin. Also, dann setzen wir hier diesen Heckenpark. Zerte andere Veranstaltung, Durchgangspark. Ja, vielleicht setzen wir den hier hin. Dann haben wir hier nämlich. Wollen wir nämlich nur einen Fußweg platzieren. Der Park funktioniert ja leider nicht. Das ist ärgerlich. Dann platzieren wir dich mal irgendwo anders hin und nutzen dich später. Dann brauchen wir einen Platz, der hier besser reinpasst. Das ist hier eine schöne Parkanlage. Wir werden hier direkt noch ein paar kleinere Geschäfte setzen und haben dann hier eigentlich ein ganz schönes Gelände für unser Krankenhaus. Da passt noch ein bisschen was hin. Dem Krankenhaus kann vielleicht mal einen Namen geben. Bergmannsheil. Klinikum in Bochum. Wenn wir schon hier Ruhrgebietsnamen nehmen, machen wir das auch ordentlich. Wir platzieren hier noch mal ein paar Bäume. Damit ist das Krankenhaus
in Betrieb. Das ist prima. Wir sind bei minus 1 Grad Celsius im Herbst. Wir sehen, die Verletzten sind alle mittlerweile geborgen und abgeholt. Das heißt, das war eine sehr sinnvolle und wichtige Investition in unsere Stadt. Hier vorne, da habe ich jetzt... So, da sind gar keine Zonen mehr. Da können wir vielleicht auch nochmal mal billige Mietwohnungen platzieren. Und auch den Platz hier vorne nutzen wir natürlich noch einmal aus. Was wir auch noch brauchen, ist natürlich ein Haus. 200.000. Das geht mittlerweile alles. Problem sind wir ruhig hier vorne. Und dann als letzte Aktion für diese Folge werden wir nochmal hier ein bisschen... Ja, wobei wir nutzen den Platz dann vielleicht, um hier uns noch weiter auszubreiten. Dass das dann hier von der Hauptstraße, das ist ja hier die, wie heißt sie? Wagnerstraße dann abgeht. Die Hubs sind platziert. Jetzt, wir haben den Bahnhof mehrfach angeschlossen. Das ist auch gut. Zieh vielleicht hier nochmal einmal das hier so, dass auch die Polizei den Bahnhof mit überwacht. Wir sind im Winter angekommen. Es liegt Schnee in Ruhrkirchen. Und wir sehen der erwartete Stau auf der A3, weil alle Leute in unserer Stadt waren. Wir haben mittlerweile 65.000 Einwohner. Wahnsinn! So, hier, ja genau, hier, wird's eine, hier haben wir eine spannende Stelle. Da müssen wir gucken, wie wir das einigermaßen gut hinkriegen. Und dann geht es hier die Ankerstraße dann hoch mit der Straßenbahn. Das machen wir dann aber auch in der nächsten Folge. Wir schauen auf das verschneite Ruhrkirchen, blicken auf unser neues Krankenhaus, wir blicken auf den Bahnhof mittlerweile mit allen Annehmlichkeiten, die wir brauchen. Wir werden dann den Ausbau hier vorne jetzt weitermachen. Das Krankenhausgesundheitsthema haben wir jetzt erstmal erledigt. Da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.